بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يعني أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُدْعِي الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسمع Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Was ich hier nicht kapiere ist, warum ich hier die eure äh, Nachrichten nicht angezeigt bekomme. Kapiere ich schon die ganze Zeit nicht, aber auch egal. Naja, kann man nichts dran ändern. So schlimm ist es auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch ein bisschen auf dem Laufen halten, ein Update geben wegen dem neuen Dawa-Projekt. Make the Dawa great again. Macht die Dawa wieder groß was danach.de was- danach.de das heißt was passiert nach dem Tod Und zwar ich habe vor einigen Wochen ein Video dazu gemacht wo ich dazu aufgerufen habe Flyer zu bestellen und Flyer zu verteilen Es haben sich mittlerweile 70 Geschwister bereit erklärt Flyer zu verteilen und es sind circa 45.000 Flyer gedruckt worden Alhamdulillah. Aber soll ich euch was sagen? Ehrlich gesagt ist das ein Armutszeugnis. Ehrlich gesagt ist das ein Armutszeugnis. Damals beim Lies, wenn wir bedenken, dass wir in Deutschland Millionen von Muslime haben, Millionen von Muslime. Die Schätzungen gehen auseinander. Ich denke, dass mindestens 5 Millionen sind. Und dass sich davon 70 bereit erklären, Flyer zu verteilen. Ich meine, das ist ja jetzt ganz am Anfang. Ja. Ja, natürlich, da haben auch viele noch nicht von mitbekommen und so weiter. Aber warum haben sie davon nichts mitbekommen? Leute, weil ihr es verbreiten müsst. Man muss endlich kapieren. Man muss vom Konsumenten zum Produzenten werden. Man muss doch in der Lage sein, wenigstens ein Video weiterzuschicken und zu empfehlen. Und wenn irgendein Idiot dann darüber sagt, ja, aber ist ja der Pierre Vogel und den Stern TV und dass man dem dann sagt, hör mal zu, du Heini. Du glaubst nichts, was in den Medien kommt. Wenn sie aber jemanden, der den Islam verbreitet, schreitet Schrott erzählen, dann glaubst du's. Was ist hier los? Du glaubst ja an Corona, du glaubst ja an den Klimawandel, du glaubst ja an alles Mögliche, aber wenn man was über den islamischen Prediger in den Medien erzählt, dann glaubst du es. Beispielsweise. Ja? So, auf jeden Fall, um nochmal darauf zurückzukommen. Ja? Ihr müsst das Projekt weiter bekannt machen. Und dann muss man sich bereit sein, dass das eine Chance ist, vielleicht vor Allah zu stehen und eine Ausrede zu haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Inna ladina yaqtumuna ma anzalna min al bayinati wal huda min baari ma bayyinna uli nasi fil kitab ulaka yal'anuhum anhumullah wa yal anhumulainun. Wahrlich diejenigen, die das verheimlichen, was wir von den Verdeutlichungen und der Rechtsleitung offenbart haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klargemacht haben, jene wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Das heißt, für jemanden, der hier in Deutschland lebt und mit Le Leuten nicht versucht, aktiv zum Islam einzuladen, ja, das ist eine Katastrophe. Und dann kommt natürlich der Schreitern, oh ja, das gute Benehmen ist der, die beste da, aber das gute Benehmen ist nicht die beste Dauer. Ja, aber in Indonesien haben doch so und so viele Menschen den Islam angenommen, nur wegen dem guten Benehmen der Händler. Okay, wo ist der Beweis dafür? Wo ist der Beweis dafür, dass diese Händler, dass die Menschen nur wegen dem guten Benehmen der Händler den Islam angenommen? Das ist ein Märchen. Natürlich, das gute Benehmen der Händler hat einen Einfluss gehabt. Aber Menschen nehmen nicht den Islam an, nur weil jemand ein gutes Benehmen hat. Wie viele Muslime in Deutschland haben ein schlechtes Benehmen? Wie oft hören wir Schlägereien im Schwimmbad? Schlägereien, Randale in der Straße? Schulen unbeschulbar wegen sogenannten Muslimen. Kriminalität, Schlägerei. Wie oft hört man das? So. Das heißt, wenn dann sich ein Muslim gut benimmt, der kann doch gar nicht mehr auseinanderhalten. Zur damaligen Zeit in Indonesien, die Leute haben gesehen, oh, diese Leute haben so ein gutes Benehmen, woher kommt das? Da waren aber nicht zwischendurch irgendwelche Krawallmacher dabei. Hier, derjenige kann das gar nicht auseinanderhalten. Der sagt dann, ach ja, das ist ein guter Muslim, aber die anderen sind schlecht. Nicht, dass man mich falsch versteht. Gutes Benehmen ist eine Grundlage, ist aber keine Dauer in sich selber. Und die Leute in Indonesien damals, die Händler, die da gekommen sind, die haben definitiv auch mit den Menschen... Über den Islam gesprochen. Definitiv, weil anders können die Leute den Islam nicht annehmen. Der sagt doch nicht, boah, krass, ey, der hat mir einen Tee ausgegeben, dann nehme ich jetzt seine Religion an. Hat doch damit nichts zu tun. Das ist ein Märchen, was dazu dient, die Leute von der Dauer abzuhalten. Und der Maßstab ist auch nicht Indonesien. Der, nochmal, das gute Benehmen ist wichtig. Aber es ist keine Dauer in sich selber. Es ist vielleicht der Grund, dass jemand nachfragt und nachhakt. Aber wie oft fragt oder hakt jemand nach, gerade in Deutschland, wenn der zwischendurchstand von jeden Tag die Zeitung aufschlägt und irgendwas hört von Krawallmachern? In der Silvesternacht und so weiter und so fort und Terroranschläge und so weiter. Das heißt, gerade hier muss man aktiv aufrufen. Unser Marschab ist nicht in Sunesien, Unser Marschab ist der Prophet und der Prophet der hat nicht zu Mu'ath ibn Jabal gesagt, als er ihn in den Jemen geschickt hat. Lebe dort unter den Menschen und grinse, dann werden sie schon Islam annehmen. Oder gibt denen Tee aus. Der hat nicht zu Jaaf ibn Abitali, Talib gesagt, geh nach Abyssinien, sei nett. Und dann nehmen die Leute schon alle von selber den Islam an. Der hat nicht so Musab ibn mehr gesagt, geh nach Medina, sei nett, und dann nehmen die Leute schon Islam an. Nein, Musab ibn mehr. ist in Medina von Haus zu Haus gegangen, hat die Menschen aktiv aufgerufen. Das ist der Weg. Das heißt, wir müssen die Leute aktiv aufrufen. Und mit diesem Flyer-Projekt von wasdanach.de, was-danach.de, hat man die Möglichkeit, wenn man nicht in der Lage ist, mit dir aber Jetzt kommt natürlich, natürlich, bei Projekten kommen immer Leute heraus, die was besser können. Ja, nein, aber besser ist es, wenn man mit den Leuten persönlich, dann rede mit einer Million Menschen persönlich. Arbeitest doch noch zwischendurch. Super. Alles klar. Wie viele Einwohner haben wir in Deutschland? 81 Millionen. Dann rede mit 81 Millionen Menschen. Halte mit ihnen ein stündliches, privates Gespräch. Wir haben heutzutage die Möglichkeiten, liebe Geschwister. Man kann zum Beispiel, für 100, für, momentan, die Brüder sind gerade nach einer günstigeren Druckerei am Suchen. Ihr könnt auch selber die Brüder anschreiben auf der Internetseite und in Instagram. Und übrigens auch meinen Ersatzkanal abonnieren, Pierre Vogel Support auf Instagram. Der wird von einem Bruder, der, einem Freund von mir geführt. Nicht von mir selber, aber trotzdem. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, inshallah. Ja? Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Um nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, ja, heutzutage, für 100 Euro kann man circa 250 Flyer machen. Überleg mal, 250 Flyer. Stell dir mal vor, alle nicht in deinem Umkreis, in deinem Viertel, in deiner Nachbarstraße, überall wirfst du einen Flyer in den Briefkasten. Pro Haushalt sagen wir mal durchschnittlich vier Leute. Hast du tausend Leute in deinem Umkreis gewarnt für nur 100 Euro. Und inshallah kannst du, gehörst du am jüngsten Tag nicht zu denjenigen, die keine Ausrede vor Allah haben, dass sie nichts für die Religion getan haben. Und stell dir jetzt mal vor, jeder Muslim kümmert sich nur um seine Straße, in der er wohnt nur um sein Viertel, in dem er wohnt. Und die Brüder machen das übrigens jetzt so, dass sie untereinander Apps an, äh, untereinander WhatsApp-Gruppen machen, weil das Ziel ist wirklich, jede Straße in Deutschland zu erreichen. Damit jeder einzelne Mensch die Botschaft bekommen hat, liebe Geschwister. Der Prophet der hat gesagt, du wirst die Menschen wie 100 Kamele finden. Du findest kein einziges vernünftiges Reittier. Aber was heißt das? Das heißt, das 101 ist vielleicht das nützliche Reittier. Das heißt, umso mehr du versuchst, die Menschen zu erreichen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du denjenigen triffst, der die Botschaft annimmt. Und was ist, wenn nur ein einziger durch die 250 Leute den Islam annimmt? Und der heiratet und bekommt Kinder und bringt ihnen das Gebet bei und bringt ihnen die Hatsch bei. Und die kriegen wieder Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder. Und all die Hassanet gehen mit auf dein Konto, Allahu Akbar. Und du kommst vielleicht am jüngsten Tag an deine Waage und hast nicht viel gemacht. Und diese ganze Berge von Hassanet, die die gemacht haben, die durch dich, weil du nur einen Fly in den Briefkasten getan hast, zum Islam gekommen sind. Ja, die nehmen dann die, 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 diese Hassanet kommen mit auf dein Konto. Der Prophet a.s.w. sagte, hudan mil ajri ujuri, la min ujuri, min ujuri Wer zu einer Rechtleitung ruft, der kriegt die Lohn davon und den Lohn von dem, der der Rechtleitung folgt, ohne dass es denen, die der Rechtleitung folgen, etwas von ihrem Lohn schmälert. Allahu akbar. Ab, abzieht. Und der Prophet a.s.w. sagte, Lern yahdi bika durch dich nur eine einzige ein einziger Mann den Islam annimmt, rechtgeleitet wird, ist für dich besser als alles worüber die Sonne aufgeht, die ganze Dunya. Überleg mal. Überleg mal. Und selbst wenn keiner den Islam annimmt, hast du die Botschaft gebracht, jetzt kommt's, liebe Geschwister. Jetzt kommt's. Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass solche Sachen effektiv sind. Wir haben schon selber erlebt, ich habe es schon selber erlebt, wie Leute mir erzählt haben, sie haben den Islam angenommen, weil sie einen Flyer bekommen haben, den wir selber verteilen lassen haben damals. Liebe Geschwister, unser Ziel sind 20 Millionen Flyer in Deutschland zu verteilen. Wir sind gerade bei 45.000. Macht mit! Ihr wisst nicht, wie lange ihr lebt. Und inshallah habt ihr eine Ausrede bei Allah am jüngsten Tag, dass ihr wenigstens etwas für die Dauer hier in Deutschland getan habt. Wir wollen, dass der Islam sich verbreitet. Der Islam ist das Beste für die Menschen. Der Islam ist die Rettung vor der Hölle. Deswegen helft diesem Projekt, kontaktiert die Seite was-danach.de. Das ist nicht mein Projekt. Das ist das Projekt dieser Brüder. Ich habe mir diese Sachen angeguckt und bin begeistert. Genau wie das Lease-Projekt auch nicht mein Projekt war. Aber ich habe dieses Projekt unterstützt, Alhamdulillah. Und Alhamdulillah haben dadurch damals viele in Islam angenommen. Jetzt muss es weitergehen. Und wie ich schon gesagt habe, dass bisher 70.000 gemeldet haben, ist eigentlich eine Schande. Damals beim Lease-Projekt sollen laut Angaben der äh, Leute, die das Lease-Projekt geführt haben, 2000 Leute mitgemacht haben. 2.000. Und hier ist es viel einfacher. Hier muss man keinen Infostand beantragen. Man kann diese Flyer auf eigene Faust verteilen. Ladenbesitzer können die in, ihre, in ihren Laden reintun und verteilen. Ladenbesitzer können die... Äh, äh, man kann die in der Schule verteilen. Man kann die in die Briefkästen schmeißen. Man kann die Freunden geben, im Fußballverein, vom Fußballstadion verteilen. Überall. Ja, das heißt... Seid dabei, liebe Geschwister. Ich würde gerne noch mehr mit euch reden darüber. Wir ähm, haben auch noch einige andere Sachen, die wir momentan vorhaben. Macht viel Dua für mich. Möge Allah euch segnen, liebe Geschwister. Und unterstützt das Projekt. salam alaikum wa